Der ID3 ist bislang noch nicht der ganz große Wurf bei den Kunden. Das Design gefiel nicht jedem auf Anhieb. Die anfänglichen Softwareprobleme und die Materialauswahl im Innenraum haben nicht zum Vertrauen bei VW beigetragen. Das Facelift soll nun alles besser machen. Es soll auch eine Spaßversion mitbringen. 2024 plant VW offenbar eine GTX-Version. Das würde bedeuten, zwei E-Motoren mit rund 300 PS und Allradantrieb. Es wäre allerdings auch möglich, dass der ID3 GTX mit Hinterradantrieb und 286 PS kommt, denn diesen Antrieb hat Cupra im neuen Tavascan vorgestellt. Die Reichweite dürfte in beiden Fällen aufgrund der Mehrleistung sinken. Mit dem großen 77 Kilowattstunden Akku dürften aber immer noch über 500 WLTP-Kilometer drin sein. Bleibt noch die Frage, was das elektrische Topmodell des ID3 kosten soll. Wenn wir den ID4 GTX mal als Vorbild nehmen, würde der Basispreis für den ID3 GTX wohl bei mindestens 55.000 Euro liegen.